Und die wilde Sammlerei geht wieder los. Wo ist dieses Viech? Oh Gott! Now there's a piece of scrap metal trying to kill us too. Was? Okay, es gibt zwei Arten von Minenfeldern. Detektorminen und Magnetminen. Detektorminen reagieren auf irgendwas und die anderen reagieren auf irgendwas. Wie soll ich das denn jetzt lesen? Ich bin hier total überlastet. Arbeite mich hier fast zu Tode. Gibt es dann Geschütze später? Die dafür sorgen, dass wir, dass uns das mit den Minen nicht passiert. Und wie sammelt denn das? Oh mein Gott. Gibt's dann irgendeinen super duper Einsammelgedönsens oder wie ist das? Fragen über Fragen. Geh weg. Das ist mein Revier. Hier ist noch Holz, oder? Ja, das ist Metall. 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 Holz. Holz. Biostoff. Oh, ich finde, oh, ich werde es so cool finden, wenn wir endlich den Zug haben. Keine Dresine mehr fahren. Dresine. Hallo. Wie alle aus dem gleichen Loch rauskommen. Und endlich ist das dieses Wallbang-Verhalten auch mal irgendwie da. Also, dass wir die Gegner quasi durch die Kiste erschießen könnten. Oh Gott. Den steckst du einfach so weg. Was sind die tollen Sachen? Wieder so ein grüner. Kann auch sein, dass sie das nachträglich jetzt noch eingefügt haben wahrscheinlich. Gibt ja auch noch, stimmt, es gibt ja auch noch unterschiedliche Waffen. Hey, hey, hey.
Oh, die kuscheln. Und der hat seinen Helm verloren. Aber die kuscheln, das ist doch schön. Ihr seid wohl ganz, ganz gerne Kollegen. Aber sonst ist hier nichts, ne? Na okay, dann sind das jetzt immer so ein bisschen die Sachen, die wahrscheinlich so den Wind reinbringen sollen immer. Dass sich das Game lebendiger anfühlt. Der letzte hat noch gesessen. Sau. Wo ist das Viech? Was ist jetzt eigentlich, fand ich das? Warum kann ich das, da bestimmte Sachen nicht? Ach, die kosten Zeug. Oh mein Gott, die kosten ja ein Vermögen, das zu reparieren. Das grüne Oh mein Gott, so viel Zeug. Irgendwie ist es auch frustrierend, dieses Looten, wie es hier ist. Ey, Dude. Also irgendwie ist es nicht, irgendwie ist es cool und irgendwie so super frustrierend, weil irgendwie fühlt sich's nicht an, als würde man viel sammeln und weil man so viel auch zurücklässt und ich bin halt so ein, wie man in Stranded Deep bestimmt auch schon öfters, des Öfteren gemerkt hat, so ein Typ einfach, der, was ist das, so ein Brocken, oh nein, halt an! Halt an! Ich komm nicht mehr drauf! Halt an! Ist schon wieder so ein... Du Nase, du! Das ist aber doch gar kein so ein Brocken, den wir brauchen, oder? Das ist einfach nur so ein Brocken, den man da zerschießen kann. Ja. Na toll. Hat sich ja voll gelohnt.
Glaube ich, spinne mit dir, hey. Also das wäre cool halt, wenn es irgendwie jetzt... Jetzt wünsche ich mir so ein Ding, das... Oh, da war so ein Eisklumpen. Dass hier die Möglichkeit bestünde... Hör auf, jetzt meinen Wagen zu rammen, du! Das von dem Zug irgendwie magnetisch ansaugen zu lassen und der Zug sammelt einfach alles dann in Kisten und... Sowas und... Weil so ist das hier super aufwendig. Ja, hier, Eisklumpen. Zack. Der braucht wenigstens keinen Strom. Dass die mir doch die letzten Ressourcen aus der Tasche ziehen. Na. Doch, ich will doch nur Holz haben. Anhalten. Geh bloß weg. Ich will mir nur die Taschen mit Material vollstopfen. Kohle. Ja. Vor allem mit Holz. Tadum. Du bleibst schön hier weg, du alte Sau. Barrenne. So, hier ist ein Kohleklumpen. Aus dem können wir jetzt Kohlebriketts machen. Automatische Geschütze. Wir brauchen alles Mögliche an unserem Zug. Wir brauchen einfach ein fahrendes Vor. Ein Kohlebrikett. Eins. Und das hat den Heizwert 2. Oh. Und Heizwert 2 ist ziemlich crazy. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, gibt es 5 Stufen. Geh. Weg von... Ich treffe keinen einzigen Schuss. Ich schieb's einfach aufs Game. Das Game ist schuld, dass ich nicht treffe. Ich bin nämlich Profi. Und nun ja, mir kann das Game halt gar nichts, weil oh Gott, es hält ewig. Leute, ich sammle nur noch Dingens. Kohle-Brikett-Gedöns. Du kannst mir gestohlen bleiben, denn du bist nicht willkommen.
So, wir haben das, wir haben das. Wir haben volle Behältnisse. So, das. Ein Coin hätten wir noch. Mit ein bisschen Biostoff. Davon kann ich aber auch was essen. Das Eis ist mir egal. Das packen wir hier rein. Geh weg. Direkt, der regeneriert sich doch die ganze Zeit. Der Arsch. Konnte man nicht irgendwie auch Kohle herstellen? Oh ja, das Eis. Geh weg. So, am Forschungstisch, wir haben noch das. Bin, glaube ich, nochmal so eine Rüstungsplatte vertragen. Und diese Ramme. Dafür brauchen wir eine Schraube, eine Feder. Das war ein Zahnrad. Okay, das Zeug ist 7000 mal effektiver als alles andere, was wir bis jetzt hatten. Dampflok. Wir müssen das bauen. 4 Zahnräder, 2 Kolben. Dafür brauchen wir Schmiere. Haben wir noch Schmiere? Wir müssen auf jeden Fall Kupferdraht auch bauen. 2 Stück. Wir brauchen Schmiere. So, bau Schmiere. Was brauchen wir noch? 2 Schrauben, 2 Zahnräder. So, hier, 2 Schrauben, 2 Zahnräder. Die Schrauben noch. Aber das reicht uns ja nicht. Das reicht uns nicht. Nochmal an den Forschungstisch. Nochmal 2 Zahnräder, 2 Kolben. Warte mal. Eine Dampf... Oh, die Dampflok braucht auch nochmal was wahrscheinlich. Oh Gott, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Dachte nur an den Komfort einer selbstfahrenden Lok. Da hat jemand die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Oh, ach nein, 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 nein. Die Eisenbahn habe ich weggelegt. So, Dampflok.
Ihre Dampflok. Eine Dampflok benötigt für den ordnungsgemäßen Betrieb Brennstoff und Wasser. Tempokontrolle und Nachtanken werden über das Lokfenster abgewinkelt. Bremsen, Getriebe und Beschleunigung sind auch in Form von Hebeln verfügbar. Nice. Nachladegeschwindigkeit. So, das hier, das kann ich essen. Chemie. Hier ist Wasser. Wir brauchen quasi Wasser und Zeug. Danke. Danke für die Info. Danke für die Info. So, jetzt muss ich mal gucken kurz. So, ne? Ja. So, dann fahren wir mal ins Depot. Brennstoffe, da müssen wir unbedingt gucken, dass wir noch mehr an dieses Kohlezeug kommen, weil hier ist ein Eisklotz, die leuchten so schön. Der Eisklotz, der so schön geleuchtet hat in meinen Bauchnabel. Los! Wir haben noch einen Pfad abgeschlossen.